helfen, aber jetzt machen wir es auf die harte Tour. Oh shit. Oh no, oh no, oh no, oh. Mr. Peefish, bereiten Sie das Dornbett für den Transport zum... Aua. Als ich das erste Mal erwischt wurde, steckten sie mich an einen Platz wie diesen. Nicht die Cops. Diese Weicheier haben mich nur verwarnt. Aber die Wichser im Waisenhaus, die nicht. Sie haben mich direkt in die Kiste gesteckt. 24 Stunden eingesperrt. Im verdammten Keller. So eine schwarze Dunkelheit hast du noch nie erblickt. Sowas ist zu viel für ein Kind. Möglich, dass ich daran zerbrochen wäre. Doch sie war für mich da. Einmal die Stunde fand Jenny einen Weg, sich herunterzuschleichen und durch die Tür zu flüstern. Keine Sorge, Jackie, ich bin hier. Aber das ist lange her. Jenny wartet nicht vor der Tür. Und ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Die Bruderschaft glaubt, dass sie mich hier einsperren können. Aber sie haben keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Ich bin die verfluchte Dunkelheit und ich bringe die Finsternis mit. Edward, was ist los? Oh, Scheiße. Er hat sich selbst geschnitten. Nein, es ist okay. Ich glaube, er hat sich an den Werkzeugen gekratzt. Da drin sieht's aus wie in einer eisernen Jungfrau. Bitte sehr, Großer. Alles wird gut. Du weißt doch, dass du nicht da drin sein sollst. Herrje, Jackie. Dr. Wick würde mir den Kopf abreißen, wenn er wüsste, dass du bei all den Werkzeugen warst. Du hättest dich verletzen können. Oh mein Gott. Ich muss hier raus. Wenn sie die Finsternis kriegen, verliere ich Jenny. Es gibt keine Finsternis, Jackie. Und Jenny ist hier. Niemand hat sie, okay? Hey, du hast keine Schwierigkeiten, okay? Aber komm nicht hier rein, kapiert? Alter, wie krank das ist. Aus, bevor dich noch jemand sieht. Das sieht ja drin aus wie in einer eisernen Jungfrau. Ich weiß echt nicht, bilden wir uns die Scheiße jetzt ein oder nicht? Oh, geile Ketten vor der Tür. Aber da ist Jenny. Ich hab mit ihm darüber gesprochen. Er denkt, er wäre der Kopf der Mafia. Letztes Jahr war er ein Spion des britischen Geheimdienstes. Nur Geduld, Jenny. Niemand wünscht sich mehr als ich, dass Jackie anspricht. Die Medizin braucht Zeit. Jenny! Oh nein, er ist noch nicht bereit, mich zu sehen. Jenny, warte! Ah, Schönling. Jenny will dich jetzt nicht sehen. Hab gehört, das letzte Mal warst du zu berührend. Was ist denn für ein Arsch? So jemanden bringt man doch nicht in die Klinik. Und da ist doch noch Peter. Aus dem Weg, Peter. Ich bin Peter und will da jetzt durch. Aus dem Weg. Versuch das nochmal, du Spinner. Das wirst du bereuen. Finde eine Waffe. Ohne Scheiß jetzt? Jenny, ich weiß, du kannst mich hören. Ich könnte den ganzen Tag so tanzen. Ich muss jetzt nicht eine Waffe finden. What the fuck? Hey, Chief. Okay, Waffe finden. Wie geil ist das denn? Geh weg! Hi, Tom. Kumpel, bist du der Typ, der weiß, wie man hier rauskommt? Oh, Jenny, wo bist du? Jackie, hier bin ich, Jackie. Ich arbeite den Flur runter. Oh, Jenny, ich liebe dich so. Ich war so traurig ohne dich. Natürlich. Der kann Bauch reden. Gott. Hoffentlich ist das hier nicht real. Hey, George. Hey, Larry. Die alle für junge Männer drin sitzen. Hallo. Hey, Johnny. Johnny, komm schon. Du musst mir hier raushelfen. Ich kann meine eigenen Augen nicht sehen, diese Medikamente. Sie sagen, sie wären zu meinem Besten, aber das sind nur Lügen, Jackie. Sie wollen die Realität verändern. Johnny, alles okay? Was haben sie dir angetan? Johnny ist ein bisschen daneben. Ich denke mal, ein Tischtennisschläger kann ich schlecht als Waffe benutzen. Auch wenn da ein Eurozeichen drauf ist, mehr oder weniger. Hey. Ja, Patrick, du spielst awesome. Stachelbeeren stechen beim Essen weniger, als man denkt. Tony ist crazy. Tony ist wie Hooch. Stechen beim Essen weniger. Hallo. Als man. Hi, Frank. Dr. James, hast du eine Waffe für mich? Hallo, Jackie. Nimm besser wieder deine Medizin. Du hast weniger Halluzinationen, wenn du dich an deinen Zyklus hältst. Und Dr. Wick sagt, wenn du das tust, kannst du Schwester Jenny wiedersehen. Wie wäre das? Nee, ist nicht der Deal. Jenny hier rausbringen. Nimm weiter deine Medizin, Jackie. Ja, ich wusste, dass du das sagst.
Langsam zweifle ich echt daran, was real ist. Das Neonlicht ist schlecht für die Augen. Nichts von dem hier ist real, oder? Weißt du, nicht jede Sorte Fleisch schmeckt nach Hühnchen. Die sind alle verrückt. Und ich ja auch. Ich muss mir jetzt eine Waffe besorgen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt... Gehen hier ab. Der da hat voll den großen Bart. So, wohin denn jetzt mit mir? Wer bist du? Hi, Jackie. Hallo, Doktor. Du siehst heute ziemlich klar aus. Naja, geht so, wa? Geht draußen ab? Nicht viel. Kann ich dir helfen? Ja, hast du eine Waffe? Schraubenzieher oder so? Komm, komm, komm. Funktionier schon, verdammt. Oh, der Rechner geht nicht. Kann ich da rein? Security? Nee, verdammt. Sheldon! Swifty, wo finde ich ein Messer, ein Schraubenzieher? Was Spitzes? Ich kann meine Zähne nicht finden. Hilfst du mir, meine Zähne zu finden? Verdammt! Kann meine Zähne nicht finden. Oh Gott, alles spacken. Ey, Adolf. Ich sehe schon wieder. Dolfo, wenn mir irgendjemand hier helfen kann, dann du. Ich brauche eine Art Waffe, egal was. Was? Ja, ja. Ich habe Panzerdivisionen, Kampf. Gut zu wissen. Kennst du den Weg raus? Adolf hat Panzer. Wir müssen sofort mit der Planung anfangen. Geh zum Hausmeisterschrank. Da findest du, was du brauchst. Du musst in Zangenformation vorrücken, bis wir Paris erreichen. Und sprich nicht mit den Bolschewiken! Wenn du fertig bist, werde ich dir wieder helfen. Für das Vaterland! Die Nation der Tschechoslowakei existiert nicht mehr! Hey, beruhig dich, sonst gehst du zurück auf dein Zimmer. Stalinist! Adolf, ich schwör's dir noch ein Wort. Adolf! Gesundheit! Wie geil ist der denn, ey? Ohne Scheiß. Wie sehe ich denn aus? Krasser Scheiß. Wie cool, ey. Ich frage mich, ob der im Englischen, ob der da noch so das R gerollt hätte. Was ist denn der Hausmeisterschrank? Da, Janitor. Komm schon. Das willst du nicht tun, Äffchen. Was? Na bitte. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Moment mal. Kenne ich dich nicht? Du musst keine Angst haben, Jackie. Ich habe keine Angst. Ich bin scheiß angepisst. Wurde verdammt nochmal auch Zeit, was? Mach die Tür zu. Jetzt. Was geht hier ab? Hallo, Äffchen. Crazy. Max Payne, anyone? Du bist Max Payne? Und draußen, Mann. Kaum am Leben und noch nicht ganz tot. Was? Komm schon. Wir hatten nicht viel Zeit. Die Finsternis hört uns nicht, weil sie schwach ist. Warte. Ich verstehe nicht. Das sollst du auch nicht. So macht die Finsternis das, verstehst du? Du bist tot. Aber sie kann nicht zulassen, dass du zur Hölle fährst. Diese Anstalt wurde für dich gebaut. Damit du denkst, du wärst irre. Aber das ist nur ein Filter, klar? Was? Nee, nicht klar. Die Anstalt ist nur ein Trugbild. Die Finsternis hat sie erschaffen, damit du nicht zur Hölle fährst. Damit du beschäftigt bist, während sie dich zusammenfickt. Du sollst davon fernbleiben. Ach so. Weil ich kurz vor dem Tod bin. Darf ich jetzt hier bitte rein? So. Ich weiß nur, dass sie euch beide auseinanderhalten will. Ich glaube, sie hat Angst. Sag mir, wie ich zu ihr komme. Nein, ich habe schon zu viel riskiert, Effi. Zu viel gesagt. In der echten Welt kann ich nicht sterben. Aber in der Anstalt kann die Finsternis mich töten. Game over. Kein Rückfahrschein für mich. Ich muss zu ihr. Keine Zeit, Äffchen. Du darfst ihnen die Finsternis nicht überlassen. Wenn du sie verlierst, verlierst du Jenny. Siehst du das?
Der Weg heim, Dorothy. Nun geh schon. Mach die Augen zu und spring in meinen Kopf. Wir machen eine Spritztour. What the fuck? Es ist so crazy. Ah, da sind wir wieder. Es muss nicht auszuhalten sein, Jackie. Hättest du meine Angebot angenommen, wäre dieses ganze Leisten leistbar gewesen. Es dürstet mich danach. Ich brauche sie. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Geduld. Hilf mir! Ach so, jetzt bin ich er hier. Sie nehmen sie! Schnell! Wird nicht viel mehr als ein Zucken sein! Wo ist Bruder Viktor? Er ist unten im Keller und erledigt diesen erbärmlichen Wirt. Alles klar, ich schätze, wir müssen in den Keller. Schnell, ich kann spüren, wie die Finsternis meinen Körper verlässt. Dich, Bruder. Wie kommen wir denn in den Keller? Schon dabei! Grillt mein beschissenes Herz am Spieß! Wie du wünschst. Tippe jetzt mal. Ja, genau. Habe ich mir auch gerade gedacht. Wenn du vom Pferd fällst, musst du wieder aufsteigen. Fällst du zweimal runter, schießt das Pferd und ich dann hörst du lieber. Ja! Wenn du etwas stiehlst, was nicht dir gehört. Boah, das haben wir ja ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Jetzt müssen wir hier noch fett schleichen, ey. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was? Ich weiß nicht was. Aber ich kann es kaum erwarten, die Finsternis zu schmecken. Bruder Viktor hat versprochen, dass wir alle aus dem Gral trinken. Wie kann ich denn da hoch? Ich hab das gehört. Ich sehe nach. Da war was. Was? Zurück. Hat das noch wer gehört? Okay. Ich habe ganz sicher gehört. Ja! Schade. Ich dachte, das hätte geklappt. Nein, ich war zu langsam. Wo ist er? Ist da jemand? Bruder Viktor wird uns alle retten. Bruder Viktor wird uns alle in oh shit, eine neue oh shit, Zeit oh shit, der oh shit, Finsternis oh shit, oh shit. Shit, 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 hab ich gesehen. Spürst du es in deinem Bauch? Dort liegt die... Hab mich geirrt. Wie immer. Da vorne ist er. Ich sehe ihn von hier aus. Was wir suchen, ist hier in der Nähe. Es ruft uns. Oh Gott, der kommt jetzt hier rum. Da hinten ist er immer noch beschäftigt. Es gibt nur ein. Dieser alte Ort stinkt schon nach Essenz der Finsternis. Ich kalt die Finsternis. Die Essenz der Finsternis gehört uns. Wo kommen wir denn hier rum? Din, din, din. Mal interessant, dass sie zum Ende mal eben eiskalt. Noch so eine Schleichsache mit ins Spiel bringen. Bisher haben wir Gott sei Dank noch nicht versagt. Ich kann es kaum erwarten, das brennende Fleisch des Wirts zu riechen. So, ich glaube, das war ganz gut. Und ich glaube, das ist ganz schön scheiße. Muss ich jetzt abwarten, wie funktioniert genau das Licht? Licht an, Licht an, Licht aus. Muss mich beeilen. Uiuiuiui! Das war ja gar nicht knapp. So, weiter geht's. Wir müssen in den Keller. Na gut, wir sind bereits schon im Keller, aber wir müssen uns finden.